Jo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity, natürlich weiter mit Spornchen. Richtig. Ja, wir schauen uns das gerade hier an, wie sich die einzelnen Häuser updaten. Wir haben jetzt 4100 Einwohner. Wir müssen natürlich hier auf unsere Polizei etc. bla bla ganz schön aufpassen. Müllabfuhr haben wir jetzt gerade gebaut. Und sollte dann jetzt eigentlich auch so langsam das Müllproblem beheben. Ja, 600 haben wir schon leer gemacht. Irgendwie fahren bei mir nur zwei Müllwagen hintereinander. Der Rest ist aufgeteilt. Die anderen zwei. Schon cool. Ja, laut der Anzeige ist der ganze Müll leer. Sogar mehr. Achso, wahrscheinlich, weil ich mehr Müll hatte wie... Ah, alles klar, ja, verstehe. Ich habe nämlich jetzt schon 750 leer von 703 eigentlich. Mülleimer, okay. Aber wahrscheinlich haben die Leute ja mehr Müllsäcke jetzt vor der Tür liegen wie überhaupt. Ja. Ja. Die ganze Stadt liegt voll mit Müll. Nee, die ganze Stadt liegt voll Müll verstreut. Ja, ich verstreue dir gleich auch welche ins Gesicht, du Pappeneimer. So, was will denn die Feuerwehr? Hallo Bürgermeister, mein Freund und ich würden gerne eine Feuerwerkshow für alle organisieren. Ja, mach man. Das Geld kann ich gut gebrauchen, die 50.000. Außerdem sollten die Häuser auch nicht unbedingt anfangen zu brennen, weil die Feuerwehr sehr weit weg ist bei mir. So, wir haben die 5.000 Einwohner geschafft. Updaten. Yippie. So. Erstmal gibt es hier ein Schild. Rums, auf was gehst du denn? Oder was hast du als erstes gebaut? Noch gar nichts. Okay. Ich bin Geld dafür ab. Ja, wir werden wohl erstmal alle Löschfahrzeuge im Einsatz. Wir werden erstmal den Glockenturm. Ja, der Glockenturm kostet 3.000. Wir hauen hier mal noch ein Feuerwehrfahrzeug hin. So, was haben wir hier? Es gibt so viele Verkehr in dieser Stadt. Vielleicht sollten sie dem Bürgermeister einmal die öffentlichen Transportmittel investieren. Du kannst mich mal. Ja, hier sind 5.400 Einwohner drin. Wir haben so viel Verkehr. Arschlöcher. So, ein Schluck Red Bull vertreibt Kummer und Sorgen. Richtig. So. Was möchtest du? Der Verkehr wird langsam ziemlich übel. Wir brauchen ein funktionierendes Busnetz. Haben wir das etwa nicht verdient? Ja, mache ich irgendwann. Annehmen tue ich die Aufgabe, weil wir dafür meistens Geld bekommen. Alles schon annehmen, ja. Muss ja nicht alles sofort erledigen. Genau. Das kommt irgendwann automatisch. Also man merkt schon, dass das Spiel anders läuft. Also ich habe es ja in meiner anderen Welt wirklich gemerkt, weil ich habe zu Andi gesagt, ich werde es probieren, wie SimCity wirklich läuft. Bei mir selber hat das Schulsystem besser funktioniert, kann man ja eindeutig sagen, ne? Ja. Und ja, mal abwarten, wie es wirklich wird. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schulbus, weil der schafft nicht alle. Das sieht man da dran, wenn man das die Schule aufmacht. Auf Baumenü und dann steht ja hier 524 angemeldete Sims von 557. Nicht angemeldete Sims 33 kann manchmal daran liegen, wenn man zu viel Platz, also wenn man Platz hat, aber nicht genug Busse, dann können die Kinder ja auch nicht zur Schule kommen. Sehe ich das richtig, dass du Grundschulschilder 8 Stück bauen kannst? Das ist ein Bug. Ja, ist ein Bug. Kannst aber nur einmal bauen. Okay, jetzt sehe ich es auch. Die Grundschule ist jetzt, glaube ich, auch größer. Da gehen jetzt 950 Sims rein. Ich glaube, das waren früher nur 900, ne? 950. Auch 950? Ja, okay. Das passt so. Also. Ich mache schon mit den Casinos 66.000. Das hört sich so gut an. Und wie viel kriegst du da effektiv bei rum, die Stunde? 1908 zurzeit.
Aber bei mir updatet sich gerade Gewerbegebiet und Wohnhäuser, ne? Bin Ja, jetzt bei okay. 7.199 Einwohner. Ja, Leute, am Anfang ist es mit den Casinos ein bisschen, wie soll man sagen, mühselig ans Geld zu kommen. Aber wie es explodiert, dann geht's richtig ab. Also ich habe es geschafft in meiner Stadt, was habe ich zu dir gesagt, an die 24.000, 25.000 die Stunde, ne? Ja. Schaffe ich ungefähr. Also das ist wirklich viel, Leute. Also wenn man das wirklich so gebaut hat, dann geht es richtig ab. Oh, meine Kläranlage ist am Limit. Ja, dann bauen wir doch erstmal noch eine zweite. So. Dann sollte das Problem erstmal beseitigt sein. Was haben wir mit Wasser? Gut, dann gibt es hier mal noch ein... Ach, da können wir den Wassertank ja nicht mehr hinstellen. Das Wasser wird ja dreckig jetzt. Ja, dann müssen wir den später noch umsetzen. Aber ein bisschen Zeit haben wir da noch mit. So. Auf jeden Fall updatet sich hier alles. Was machen jetzt meine Arbeitslosen? Ich habe 300 Arbeitslose. Andi hat 260 Arbeitslose. Oh. Jawohl, die Feuerwehr... Dingens haben wir geschafft. Da gab es gerade 50.000 als Geschenk. Das ist doch schon mal sehr schön. Auch wenn dann vielleicht ein paar Häuser abfackeln, Leute, aber es lohnt sich, die 50.000. Gerade am Anfang braucht man sie. Ja. So, auf was soll ich denn gehen? Was baue ich denn? Baue ich Tourismus? Oder gehe ich erstmal auf Verkehrsabteilung? Auf was gehst du denn? Ich weiß es noch nicht, wie gesagt, ich habe noch kein Geld dafür. Okay, dann gehe ich erstmal auf Verkehrsabteilung, Andi, dass ich mir die... Ja, gut, das bringt dir ja nichts. Ich würde bei dir an deine Stelle auf Sicherheitsabteilung gehen, damit du so schnell wie möglich deine Polizei kriegst. Ja. In den Casinos, sonst hast du da nur noch Raubüberfälle. Das kriegst du eigentlich mit den Kleinen ja auch hin, aber ich krieg ja bei der großen Stadt ja auch hin. Aber wenn ich jetzt Verkehrssystem baue, dann kriege ich halt mehr Touristen rein in die Stadt, ne? Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ich baue erstmal Touristenabteilung. Ne, Verkehrsproblem. Erstmal Verkehrsabteilung. So, Verkehrsabteilung ist gebaut. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert, bis Andi das kriegt. Früher hat das ja ewig gedauert. Oh ja, jetzt auch das, die Geldüberweisung geht ja jetzt auch sofort elektronisch. Da fährt jetzt kein Bulli mit Geld mehr hin, sondern das wird direkt elektronisch überwiesen. Genau. Und dann hat man das immer innerhalb kürzester Zeit. Was ja auch eigentlich besser ist, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Den Fall. Ja, die Grundschule haben wir mal vergrößert auf 750. Wir werden mal hier noch einen Wagen kaufen und das Schild fürs Krankenhaus. So. Polizei haben wir auch noch kein Schild. So. Feuerwehr 1. Tote haben wir jetzt 0. Und Polizei funktioniert auch. 0 Verbrechen pro Tag. Bis jetzt kriege ich alles super hin. Ja, wunderbar. So, was gibt's hier? Zeit, Farbe ins Spiel zu bringen, Bürgermeister. Holen wir uns doch ein Upgrade zu einer noch größeren Spielzentrale. Setzen wir alles auf die Karten. Ja, mach ich. Du gerade von Farbe sprichst. Lass mal Filter auf Leuchten stellen wieder. Steht das bei dir nicht mehr auf leuchtend? Ja. Das kann ich jedem auch nur empfehlen, Leute. Stellt's auf leuchtend. Es sieht wirklich viel besser aus, das Spiel. Und wer es nicht weiß, wie es geht, man geht unter oben unter Einstellungen und dann kann man hier Filter auf leuchtend stellen. Da, leuchtend. Und das ist wirklich angenehmer. Die Farben sind freundlicher, finde ich. Passt zu der heutigen Grafik besser, finde ich. Definitiv, ja. So, was haben wir hier? Hier blinkt die Feuerwehr und alles. Ja gut, weil wir Andis Stadt in dem Sinne mit helfen können.
Wir können jetzt auch Müllabfuhr zu Andi schicken. Dadurch verdient man jetzt auch Geld. Ach so, was ist noch neu? Das hier ist neu, Leute. Strom kann man jetzt hier unten anbenachbarte Stadt verkaufen. Habe ich jetzt ein Häkchen drinne. Aber wenn man das nicht will, nimmt man einfach das Häkchen raus. Und dann, wo? Wenn du dein Kraftwerk anklickst. Ah, ja? Sekunde. Kraftwerk anklicken. Und unten steht dann, anbenachbarte Stadt verkaufen. Und das kannst du jetzt auch mit Wasser und Strom machen. Wasser, cool. Abwasser. Finde ich, wenn man in einer großen Welt mit mehreren Leuten spielt, sinnvoller. Wenn man das nämlich nicht will, dann will man das halt nicht. Immer noch ein Müllproblem habe ich anscheinend bei ein paar Häusern. Ja, beim Recyclingcenter ist zurzeit ein kleiner Bug da, das kann ich schon mal sagen. Dass immer angezeigt wird, dass angeblich die Lager voll sind, aber die Maschinen arbeiten, es funktioniert alles, es wird nur angezeigt. Den Bug habe ich zum Beispiel in der anderen Welt. So, Bussystem dürfen wir bauen. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Dann könnten wir nämlich das Bussystem, man muss nämlich jetzt genau aufpassen, nur dieses Bussystem ist für Tourismus. Die anderen beiden, wie der Doppeldecker, den ich durch das Update habe, und der Shuttlebus-Depot ist nicht für Tourismus. Also wenn man auf Tourismus geht, muss man... Innenstadt. Genau, muss man auf zwei Bussysteme gehen. Das sollte man nicht vergessen. Aber wir müssen erstmal zusehen, dass wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Oder dass wir mehr ans Geld kommen. Ich bin gerade überlegen, wie man... Ja, aber ich müsste eigentlich warten, bis ich die Kredite zurückgezahlt habe. Und dann das große Casino reinklatschen. Wir zahlen mal den zurück. Den können wir noch nicht zurückzahlen. Und dann werden wir gleich drei Kredite aufnehmen mit je 50.000. Haben wir 150.000, klatschen das erste große Casino hin. Das wird nämlich dann schon mal richtig cool. Jetzt können wir nämlich nur mal gucken, weil hier in die Straße lang gezogen bekommen. Nein, das ist zu dicht. Dann aber da. Jawohl. Mit Shift. So. Können wir nämlich später hier oben das größere Casino schon mal hinbauen. Hier hinten baue ich vielleicht ein bisschen Freizeitpark hin. Da müssen wir noch den Hafen bauen. Andi kann auch einen Hafen bauen, das ist schon mal sehr gut. Ja. Wir sind ja komplett miteinander verknüpft, Leute. Das ist wirklich ein Vorteil. Diesmal. Ich merke auch, dass mein Verkehr viel besser läuft. Du baust neue Häuser, sie ziehen sofort ein. Es ist alles viel angenehmer. Bildungssystem. Läuft alles ganz gut. Ja, man kann auch jetzt wirklich gut mit der Bücherei arbeiten. Also ich habe die Bücherei, da gehen jetzt auch so viele Leute rein. Also das bringt alles jetzt wirklich mal was. Also in dem Sinne hat das Update ganz schön was gebracht. Was ist hier? Wie wäre es nicht toll, wenn wir eine Fähre hätten, die über das Wasser gleitet? Oh Mann, ey, wir spielen gerade ein paar Stunden und schon wieder alles haben wollen. Die machen mich doch fertig. So, 19.000. Dann können wir den Kredit auch schon mal zurückzahlen. So. Bürgermeister Penthouse zum Bau genehmigt. Ja. Das kostet, glaube ich, Geld. Nee, das ist gratis. Das ist doch schon mal sehr schick. Ja, dann bauen wir das doch mal einfach hier in die Ecke. Da. Blums. Haben wir auch gebaut. Mitten an die Autobahn kann sich das jeder Schwachkopf, der einzieht, angucken. Ja. Was ich sagen muss, wie schnell die sich jetzt updaten wollen. Das ging vorher aber auch nicht so schnell. Ne. Ja, hier baut sich komplett das Gewerbegebiet bei uns aus. Wie viele Jobs, Leute, pendeln denn rüber zu Andi? Gar keine. Ah ne, weil Andi selber Arbeitslose hat. Alles klar, also hat er gar keine Arbeitsplätze über. Okay. Grundbrand.
Haben wir noch ein Gebäude? Nein. Jawohl, die Parks haben wir auch geschafft, die Besucher. Sehr schön. Gab wieder 5200. Ja, so kommt man am Anfang wirklich gut ans Geld. Ja. 680 Sims in den Schulen von 738. 780. So, was wird denn unser großes Casino kosten? 120.000. Uiuiuiui. Ah, ich bin gespannt, ob ich das diesmal wieder so gut geschissen kriege, echt. Was jetzt einfach gut ist, dass man später, auch wenn man dann auf sein Geld drückt, ich sag jetzt mal, Andi würde sagen, hier Leute, ich mache für Kevin seine Stadt komplett Recycling, dass er auch wirklich konstant Geld dafür bekommt. Und ja, wenn er dann halt unten auf da, wo man Kredite annimmt, da unten steht ja neue Transaktion, da steht dann auch jedes Mal, dass er Geld dafür bekommen hat. Genau. Und was es halt vorher nicht der Fall war. Man hat angeblich dafür bezahlt, aber es wurde ja nirgendwo aufgelistet. Und das ist halt auch wieder ein Vorteil, wenn man es so nimmt. So, wir sagen wieder Schaui-Laui, bis zum nächsten Mal. Hier baut sich alles fleißig bei mir aus. Wenn es wieder heißt SimCity, natürlich weiterhin mit Spawny. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder Daumen runter, aber dann schreiben warum. Und ja, kommentieren natürlich. Kommentiert, schreibt was, wir antworten und ja, sehen mal weiter, wie es dann weitergeht. Bis die Tage, tschüss.